Ich stand hinter ihr und merkte schon, oh Gott, jetzt meldet sich meine Blase, und dachte mir, ich kann hier jetzt nicht weg und ich kann mich jetzt auch nicht hinknien, weil sie zeigt mir gerade was. Und ich stehe hinter meiner Chefin und merke einfach, okay, zu spät, es läuft. Der Täter hat mir ja immer suggeriert, dass ich vom Bösen befallen wäre. Und dass er das alles mit mir machen müsste, um mich vom Teufel loszulotsen. Ich konnte nicht mehr ohne diese Maske raus. Ich schämte mich für diese Person, die dahinter steckt, diese Narben. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich halt nicht arbeiten kann. Also ich dachte, ich werde immer darauf reduziert, Mensch, kann's nicht arbeiten und das ist das Mindeste, was man leisten muss. Und habe dann einen blutüberströmten, in eine Bettdecke gerollte Sache gesehen. Und da war mir eigentlich schon alles klar. Dass das Ihr Vater ist? Ja, genau. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dankeschön. Dieses Gefühl, vielen Dank, im Boden versinken zu wollen, das haben sicherlich viele von Ihnen schon erlebt. Aber warum steigt dieses Gefühl der Scham überhaupt in uns auf? Und vor allem, wie werden wir es wieder los? Wofür wir uns schämen, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Sie, Mafalda da Silva, überlebten als Siebenjährige nur knapp einen Brand. Zurück blieben zahlreiche Narben in ihrem Gesicht und an ihrem Körper. Sich selbst so anzunehmen und die Blicke der anderen auszuhalten, das hat sie einiges an Kraft gekostet. Wie sie es dennoch geschafft haben, das hören wir von Mafalda da Silva. Herzlich willkommen bei uns im Nachtcafé. Als Junge wurden Sie, Rolf Fahnenbruck, immer wieder auf besonders fürchterliche Weise vom Kirchenorganisten missbraucht. Die Erwachsenen, denen Sie sich anvertraut haben, ließen Sie im Stich und scheuten die Auseinandersetzung mit diesem schambehafteten Verbrechen. Welche Folgen das für Sie hatte, davon berichtet uns Rolf Fahnenbruck. Herzlich willkommen. Sie haben sich Ihr Leben anders vorgestellt, Christina Japp. Heute sind Sie auf staatliche Unterstützung angewiesen und gehen zur Tafel. Sie schämen sich dafür, bedürftig zu sein und keine Arbeit zu haben. Was kann ich anderen schon bieten, fragt sich Christina Japp. Wir jedenfalls freuen uns, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Für Sie, Paul Gärtner, ist Scham ein Gefühl, vor dem Sie sich besonders fürchten. Situationen, die anderen zwar peinlich sind, aber nicht weiter schlimm, sind für Sie die Hölle. Der Grund dafür ist ein schreckliches Ereignis in Ihrer Kindheit, das Sie nicht nur traumatisiert hat, sondern bis heute tief beschämt. Herzlich willkommen, Paul Gärtner. Sie waren Ende 20, Birgit Buller, als Sie inkontinent wurden. Fortan war Ihr Alltag geprägt von dem Gedanken, hoffentlich mache ich nicht in die Hose. Es geschah dennoch und die Scham wurde zu Ihrer ständigen Begleiterin. Wie Sie gelernt haben, mit Ihrer Krankheit umzugehen und wie es Ihnen heute geht, das erzählt uns Birgit Buller. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen Micha Hilgers. Als Psychologe und Psychoanalytiker beschäftigen Sie sich schon seit vielen Jahren mit dem Schamgefühl, wodurch es hervorgerufen wird, welche positiven Seiten es hat und warum wir Menschen ohne Scham fürchten müssen, verrät uns Micha Hilgers. Herzlich willkommen an Sie und herzlich willkommen an die gesamte Runde nochmal. Bleiben wir gleich mal bei dem Punkt, den ich angesprochen habe. Warum müssen wir Menschen ohne Scham fürchten? Weil sie unverschämt sind. Mhm. Und schamlose Menschen überschreiten die Grenzen anderer. Sie erleben keine Hemmungen, andere zu verletzen. Und eines der wesentlichen Kriterien für Psychopathie ist, dass diese Menschen keine Scham- und Schuldgefühle haben. Also die Abwesenheit moralischer Affekte, hat ein amerikanischer Autor namens Cleckley mal gesagt. Und diese Menschen haben dann auch nicht die Werte, die wir vielleicht haben, die sie hemmen könnten, zum Beispiel Verbrechen zu begehen. Als Sie 6 waren, Herr Gärtner,
hat Ihre Mutter Ihren Vater erschlagen. Wir reden da noch in aller Ruhe drüber, auch was das mit Ihnen gemacht hat. Aber weil Sie die Verbrechen angesprochen haben, wissen Sie, ob sich Ihre Mutter geschämt hat dafür? Aber das kann ich nicht sagen. Mhm. Das kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass, glaube ich, diese Tat bei mir im Nachgang einen viel stärkeren moralischen Kompass ausgeprägt hat, der mich quasi selber so ein bisschen davor schützen soll, mir selber eine, zu der Scham, die ich habe, noch eine schuldige Situation aufzubürden. Wenn wir bei Scham sind, Sie kennen auch die andere Seite, Herr Farnbruck. Sie haben als Kind über mehrere Jahre starken sexuellen Missbrauch erfahren. Ja. Das hat bei Ihnen über Jahrzehnte Scham zur Folge gehabt, über die Sie auch nicht reden konnten, nicht geredet haben. Wenn Sie das von heute aus sehen, wie würden Sie erklären, warum Sie sich geschämt haben, obwohl Sie ja dafür nicht verantwortlich sind, obwohl Sie das Opfer dieser schrecklichen Taten waren? Der Täter hat mir ja immer suggeriert, halt, dass ich vom Bösen befallen wäre. Und dass er das alles mit mir machen müsste, halt, um mich vom Teufel loszulotsen. Und ich habe das ja meinen Eltern dann erzählt und die haben halt mir nicht geglaubt. Die haben mich wieder verprügelt, haben mich zu diesem Täter wiedergebracht, halt, damit er auch in Ruhe weitermachen konnte. Der Pfarrer, dem ich mich anvertraut hatte, hat mir auch nicht geglaubt und hat gesagt, ich sollte in den Beichtstuhl gehen und diese ungehörlichen Lügen dort beichten und sonst würde ich in die Hölle kommen. Und ich bin in der katholischen Kirche groß geworden, sozialisiert worden. Und damals gab es noch Bußprediger, die in die Kirchen kamen und den Menschen suggeriert haben, wie die Hölle aussieht. Und das haben die sehr dramatisch gemacht. Sie haben die Verbrechen schon angesprochen, Herr Hilgers. Täuscht der Eindruck oder ist es so, dass sich die Opfer von Verbrechen oft mehr schämen für das, was ihnen angetan wurde, als die Täter für das, was getan haben? Das täuscht überhaupt nicht. Ja. Häufig ist es ja so der Eindruck, wieso ist mir gerade das passiert, abgesehen davon, dass Schuldgefühle und Schamgefühle ja manipulativ, so wie Sie gerade gesagt haben, induziert werden. Und statt dass sich die Täter schämen, wird dieses Gefühl quasi an die Opfer transportiert. Und das ist besonders dramatisch, weil das dann zu Verstummen führt. Denn Scham ist ja das Gefühl, wo man im Boden versinken will, nicht gesehen werden will. Und das führt dazu, dass, ich meine jetzt nicht Sie persönlich, sondern dass viele Opfer dann erst einmal in der Versenkung verschwinden und wahnsinnig lange brauchen, um sich zu emanzipieren und sich zu outen. Wenn Sie über dieses Gefühl der Scham sprechen, denn genau darum geht es uns ja heute, wofür wir uns schämen, nicht um die Täter, die sich nicht schämen. Wofür schämen wir uns nach Ihrer Erfahrung? In welchen Bereichen, in welchen Situationen? Erstmal, bevor wir jetzt den Eindruck bekommen, dass Scham immer ein ist zwar ein negativer Affekt, ja, immer peinlich, ja, aber deshalb ist es kein Gefühl, was pathologisch ist per se, ja, sondern es ist ein selbstregulierendes Gefühl, mit dem ich überprüfe, ob ich mich hier angemessen verhalte, dass ich mich sozusagen nicht daneben benehme. Es ist kompetenzfördernd, wenn man sich erinnert, wie war das, als wir Fahrradfahren gelernt haben. Oder wie war das, wenn man vor die Haustüre tritt, es ist glatt, es haut einen hin. So, das Erste, was man dann denkt, wenn man sich jetzt nicht ernsthaft verletzt hat, ist, hoffentlich hat mich keiner gesehen. Man guckt sich um. So, man will im Boden versinken, vor anderen, aber auch vor sich selbst. Man will auch vor sich selber nicht mit dem Gefühl gesehen werden. Aber es ist kompetenzfördernd, denn ich nehme mir vor, das passiert mir nicht nochmal. Es spornt uns an. Genau, das passiert mir nicht nochmal. Frau da Silva, wir reden heute über einen verheerenden Unfall, der 15 Jahre zurückliegt und dessen Folgen bis heute eigentlich noch Einfluss auf Ihren Alltag auch haben. Wenn Sie sich aber an die Zeit vor diesem Unfall erinnern, ne? Sie waren 7 damals, wie waren Sie als Kind? Würden Sie sagen, Sie waren eher so lebendig, offen oder eher ein zurückhaltendes Kind? Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Ich war eher offen, ich war schamlos, ich war glücklich, ich war wie ein Kind halt ist. Also ich war offen und ich war immer gerne unter anderen Menschen. Ja. Sie sind dann mit der Familie in Urlaub gefahren. Das war der Urlaub, der dann alles verändert hat. Fast die ganze Familie war dabei. Ich glaube, Ihre Mutter nicht. Dafür war die Tante dabei. Sie haben dann auch zum ersten Mal übernachtet in so einem neu errichteten Ferienhaus, haben sich alle drauf gefreut.
Und was ist dann passiert? Also wir haben ein Haus bauen lassen und die Gasleitung wurde nicht korrekt kontrolliert. Es hatte ein Loch. Der Gas hat sich dann im Haus verteilt und ja, am Morgen hat dann meine Tante gesagt, es riecht komisch. Mein Vater hat die Gasflasche abgestellt und er war am Frühstück vorbereiten, hat warmes Wasser angemacht und in dieser Sekunde ist dann unser Haus explodiert. Wo waren Sie in dieser Sekunde? In dieser Sekunde war ich im Bett mit meinem Bruder am Schlafen. Mein kleiner Cousin, er war damals 2, mein Vater und meine Tante waren in der Küche. Und eben ich und mein Bruder waren am Schlafen. Und haben Sie, was haben Sie da wahrgenommen? Haben Sie einen Knall gehört oder was? Also ich habe keinen Knall gehört. Ich bin verwacht, weil ich heiß hatte. Also ich habe gedacht, es fühlte sich an wie eine Sauna. Es war so heiß. Und durch diese Wärme bin ich dann aufgewacht. Und dann sah ich überall Flammen und ich dachte, ich bin am Träumen, habe meine Augen wieder geschlossen und merkte, dass diese Hitze unerträglich wird. Und also konnten auch gar nicht weglaufen, höre ich daraus? Nein, also ich war blockiert, also ich bin dann aufgestanden vom Bett und ich sah, dass mein Bruder nicht mehr neben mir ist. Und dann war ich konnte mich nicht bewegen, ich blieb stehen und zum Glück ist dann mein Bruder wieder zurückgekommen. Also der war schon draußen? Er war schon draußen. Er hat gemerkt, dass ich nicht mit ihm bin. Wir haben ein Jahr Unterschied. Wir haben ein sehr enges Verhältnis. Er hat auch gemerkt, okay, meine Schwester, wo ist sie? Er ist wieder ins Zimmer gekommen, hat meine Hand genommen und dann mit mir rausgerannt. Also hat ihr Leben gerettet? Ja, mein Held. Dann nochmal von uns allen danke an Ihren Bruder. Ja. Wissen Sie noch, was Sie dann in der Situation, Sie laufen raus, stelle ich mir jetzt vor, durch die Flammen, haben Sie sich dann auf den Boden geworfen oder was haben Sie gemacht dann draußen? Also ich bin rausgerannt, meine Tante und mein kleiner Cousin waren schon draußen und dann sind wir ihnen gefolgt zu meiner Nachbarin. Es war sehr früh, es war 7 Uhr morgens, also da schlafen alle noch in Portugal. Dann ist meine Tante, hat sie an der Türe geklopft und natürlich war die Nachbarin erschrocken, dachte, was ist los, und dann hat sie uns aber sofort reingelassen. Dann hat unsere Nachbarin eigentlich direkt reagiert, sie hat uns unter die kalte Dusche gelassen und mein Vater war aber nicht mit uns, also er, Und Sie sind dann auch in die Klinik gekommen. Welche Verletzungen hat man da bei Ihnen festgestellt? Ich hatte Verbrennungen 2. und 3. Grades. Mhm. Die Ärzte haben auch gesagt, also ich und mein Cousin werden nicht überleben. Also wir hatten nicht mal 1% Lebenschance, glaube ich. Die haben gesagt, die werden sterben, weil ich habe Hände, Füße und Gesicht verbrannt, aber sehr starke Verbrennungen und ich war dazu mal 7, ein Kind. Und die haben gesagt, ich werde sterben. So gut, dass Sie da sind. Ja? Und das muss man erst mal sagen. Gut, dass ich nicht alles bewahrheitet. Jetzt stelle ich mir vor, man kennt das ja schon, wenn man so eine Verbrennung an der Hand hat, wie sehr das schmerzt. Wie stark waren die Schmerzen, die Sie da empfunden haben? In diesem Moment hatte ich gar keine Schmerzen. Also der Adrenalin hat mich diesen Schmerzen gar nicht spüren lassen. Ja. Ich hatte sehr kalt, also mein Körper hat natürlich gegen diese Hitze gekämpft. Ich hatte sehr kalt, wir haben alle gezittert, aber ich habe in dieser Sekunde keinen Schmerz verspürt. Die Schmerzen kamen dann erst viel später. Wenn Sie viel später ansprechen, Sie wurden dann für 2 Wochen in ein künstliches Koma versetzt. Sie waren dann noch so 2-3 Monate in Portugal im Krankenhaus, dann 7 Monate in der Schweiz im Krankenhaus. Wann haben Sie zum ersten Mal in den Spiegel geschaut? Wurden Sie darauf vorbereitet? Wie war das? Wie ist das gewesen? Das erste Mal war es war spontan, weil ich habe mich durch eine Reflexion gesehen. Als ich vom Koma erwachte, ging ich dann in die normale Station nach oben. Ja. Und dort war alles so mit Glas und es spiegelte. Und ich sah mich dort an. Also ich war immer, also mein Gesicht war dann offen und es war alles voller Eiter. Und auch beim Schlafen, ich merkte, alles ist alles ist feucht. Mhm. Und dann habe ich mich mal in dieser Reflexion gesehen und bin ziemlich erschrocken. Ja. Als Sie dann nach 9 Monaten entlassen wurden, dann
Es ist ja immer so, wenn man so lange im Krankenhaus war, dann beginnt ja ein anderes Leben wieder draußen. Wie war das für Sie dann draußen zu sein? Es war komisch, unreal. Also es war so, natürlich ändert sich alles. Plötzlich sind alle Blicke auf dich. Alle schauen anders, du bist plötzlich anders, du gehörst nicht mehr zur Gesellschaft, blöd gesagt. Und in der Schule zum Beispiel wurden die Kinder vorbereitet auf das, dass wir kommen, mit einem Brief, dass die Eltern die Kinder aufklären sollten. Und da war alles gut, aber eben sobald ich dann aus meinem Dorf rausging, dann war das. Das haben Sie so empfunden, also dass dieses Signal kam, du gehörst jetzt nicht mehr zur Gesellschaft sozusagen. Ja, so habe ich das empfunden, ja. Sie haben ja damals auch erstmal in der Anfangszeit eine Gesichtsmaske getragen. Wie viele Stunden am Tag so ungefähr? 23 Stunden. Also ich durfte sie abziehen zum Duschen, zum Eincremen, einziehen lassen und dann wieder anziehen. Wofür war die auch da denn? Also es hat zwei Funktionen. Einmal, damit die Kolloiden nicht so stark wachsen. Mhm. Und andererseits, die schützte auch gegen die UV-Strahlen, also gegen die Sonne, weil die Narben müssen geschützt werden, die ersten, ich sag mal, Monaten, Jahren. Also Sie haben ja so beschrieben, wie die Reaktionen von außen waren. Im engen Kreis, wo die vorbereitet waren, höre ich raus, eigentlich ganz gut, aber da draußen gar nicht gut. Mit welchem Gefühl sind Sie denn dann mit der Maske rausgegangen? Hat sie die Maske gestört oder hat sie sie eher geschützt? Wie haben Sie das empfunden? Am Anfang war es natürlich komisch, weil es kamen Sprüche wie, ist es schon Halloween? Also so komische Sprüche, die ich einfach mich nicht wohlfühlte. Danach wurde es aber tatsächlich zum einen Schutz. Ich konnte nicht mehr ohne diese Maske raus. Ich schämte mich für diese Person, die dahinter steckt, diese Narben. Und also ich musste die Maske lange tragen. Und als der Arzt dann sagt, okay, du musst diese Maske nicht mehr tragen, ich weinte nur noch, weil ich mich so schämte. Und meine Eltern mussten mich fast schon zwingen, diese Maske auszuziehen, weil ich mich einfach so unwohl fühlte. Erstmal vielen Dank, wie Sie uns hier teilhaben lassen an dem, was Sie empfunden haben. Das wollte ich auch schon mal sagen. So wie Sie das beschreiben. Wie sehr wird die Scham auch durch die Blicke der anderen in uns ausgelöst? Na, das sind ja zwei Dinge, die Sie sehr anschaulich geschildert haben. Also einmal muss ich ja mein Selbstkonzept, also die Vorstellung von mir, wer ich bin, und dazu zählt natürlich maßgeblich auch mein äußeres Erscheinungsbild, muss ich komplett überarbeiten. Das ist sehr verstörend. Ich werde mir selber fremd. So. Und das Zweite ist, dass mir das auch durch die Blicke anderer gespiegelt wird. Also du bist anders als wir oder als die anderen. Und auch das ist natürlich ein Gefühl, was sehr scham-induzierend ist. Insofern, wir sehen uns immer auch in den Augen der anderen von Anfang an. Schon als Babys sind wir auf die freundlichen, warmherzigen Blicke der Mama und des Papas angewiesen, die uns freundlich empfangen. Also wir entwickeln das Konzept von uns selbst anhand des Spiegels, der Blicke von anderen. Und das bleibt natürlich auch lebenslang nicht mehr in dem Ausmaß so. Und insofern für ein Kind besonders ist so ein einschneidendes Erlebnis enorm verstörend. Und umso bewundernswerter ist es, dass Sie das offenbar in dieser Art und Weise dann doch bewerkstelligt haben. Konnten Sie das als Kind überhaupt einordnen, so für sich, wie Sie damit umgehen, was das alles bedeutet, dass die so gucken? Ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ich merkte die Blicke, ich war anders als die Kinder in meinem Alter. Aber in diesem Moment konnte ich nicht, mir war es noch nicht, ich konnte es noch nicht realisieren. Erst viel später, also in meiner Jugend, konnte ich dann, Wie war das denn, wenn Sie das ansprechen? Erstmal in der Pubertät. Also das ist ja ohnehin, wie wir alle wissen, eine nicht leichte Zeit. Da finden wir uns erstmal. Wie war diese Zeit für Sie so mit 13, 14, 15? Das war so meine schlimmste Zeit, würde ich behaupten, weil ich muss dazu sagen, also meine Eltern haben einen tollen Job gemacht. Also sie haben mir immer sehr viel aufgeklärt und sehr positiv eingestellt immer. Und
zu dieser Zeit fängt man sich an zu vergleichen mit den anderen Mädels. Mhm. Dann die Jungs, die dann auch kommen und man denkt, ah, niemand, ich werde niemand finden und halt alle diese Gedanken. Und zu dieser Zeit war ich so in meiner Selbstfindung und das war eine schwierige, emotionale, ja, traurige Zeit. Mit 16 ist es dann anders geworden, ne? Was hat sich da verändert? Ja, mit 16 hatte ich dann meinen ersten Freund. Mhm. Dazu kann ich auch sagen, dass ich in dieser Zeit habe ich sehr an mich gearbeitet. Also ich hatte auch psychologische Hilfe. Ja. Ja, ich verdanke dieser Psychologin auch wirklich viel. Sie hat mich. Den Dank schicken wir auch noch gerade rüber. Glaube ich. Genau. Ja, und sie hat mir wirklich vieles beigebracht, wie kann ich mein Selbstvertrauen aufbauen und pushen. Und das wirkte sich dann auch auf die Außenwelt. Sagen Sie ein Beispiel? Was ich immer gemacht habe, ich habe mich lange in den Spiegel angeschaut, mhm, und mir Komplimente gemacht. Also äußerliche, optische, was gefällt mir, und aber auch innerliche Werte, was macht mich aus, einfach so mich reflektiert, wer bin ich überhaupt. Und dann habe ich wirklich jeden Tag mir Komplimente gemacht und mir gesagt, wie hübsch ich bin, dass ich schöne Augen habe, ein schönes Lächeln, und ja, so ein wenig, also Affirmationen, und das ist wirklich so, fake it till you make it. Also, hat sie selbstbewusster ja, gemacht, es hat oder? Mich selbstbewusst gemacht, ja. Gab es dann irgendwann auch einen Tag oder einen Moment, dass Sie gedacht haben oder gesagt haben, weil Sie sich ja teilweise auch zurückgezogen haben in der Zeit, ich will mich nicht mehr verstecken? Gab es sowas? Ja, es gab tatsächlich einen Moment, ich weiß jetzt nicht, 17, 18. Mhm. Dort war der Tag, wo ich gesagt habe, okay, es ist fertig mit Selbstbemitleidung und jetzt werde ich einfach so leben, wie alle anderen auch leben. Ich gehe raus, ich ziehe Sandalen an. Ich hatte bis etwa 17 Komplexen mit meinen Füßen, weil meine Füße auch verbrennt sind. Ich hatte nie kurze Hosen an, weil meine Beine auch vernarbt sind. Von dort haben sie Transplantationen, also Haut für die Transplantation genommen. Und dann habe ich wirklich, es war Sommer, ich hatte heiß, ich war immer mit Jeans und Turnschuhe. Und dann habe ich gesagt, okay, heute wird der Tag sein, der ich nie mehr heiß werde, also haben muss, weil ich mich schäme. Und das war dann auch so, dass ich so rausging, viele Blicke hatte, aber das hat mich gepusht, weiterzumachen. Und seit diesem Tag im Sommer sieht man mich nur noch in Sandalen, Kleider und Shorts. Erzählen Sie mal, wie geht es Ihnen heute im Leben? Super. Super? Gott sei Dank, sehr gut. Und als was sehen Sie die Narben heute? Gehören die einfach auch dazu? Ja, also ich sage immer, meine Narben, also ich habe das Glück, meine Narben sind für mich Stärke. Also ein Mensch sieht mich, jeder trägt sein Päckchen, jeder hat sein Schicksal, jeder hat seine Geschichte. Und ich darf meine Geschichte in meiner Haut tragen. Und das macht mich stolz, denn ich sehe meine Narben als eine Stärke. Und ja, das macht mich stolz, sie toll, zu tragen. Toll, dass Sie uns diese Stärke spüren lassen. Vielen Dank, Frau Dr. Eber. Wir reden immer über Scham. Was ist das überhaupt? Scham ist ein selbst- und sozial regulativer Affekt, der im ersten Lebensjahr rudimentär, also ansatzweise auftaucht, ja, und der sich dann weiterentwickelt, differenziert und der dazu führt, dass ich immer wieder auch die Vorstellungen von mir selber, von anderen und der Umgebung, der Welt überarbeite. Das ist ja etwas sehr Konstruktives. Ich werde immer wieder verunsichert, hoffentlich nicht zu sehr, und es spornt mich an zu überlegen, ja, stimmt das überhaupt, was ich von mir selber denke, über andere denke, über die Umstände denke. Und in diesem Ausmaß kommt das Ich, kommt die Person damit gut zurecht. Erst wenn wir vollkommen überschwemmt werden, dann führt das zu Rückzug, zu irgendwie im Boden versinken, was ja so im Deutschen auch so gesagt wird.
Und ich will mich ja dann auch, das haben Sie auch anschaulich geschildert, ich will mich dann auch selber nicht mehr sehen als der oder die, die ich bin. Und der Emanzipationsprozess besteht darin, wieder aus dem Boden aufzutauchen, mich mit mir auseinanderzusetzen, was je nach Vorbedingungen sehr schwierig sein kann, weil es eben immer ein peinliches Gefühl ist. Übrigens, das haben Sie sehr anschaulich geschildert, Stolz ist der Antagonist, also der Gegenspieler von Scham. Man kann sich vorstellen, dass das Selbstwertgefühl durch diese beiden Affekte sehr stark reguliert wird. Also einerseits durch maßvolle Scham und auch das Gefühl, das halte ich aus und ich denke nochmal drüber nach. Und andererseits durch Stolz über das, wer und was ich bin und was ich vielleicht auch geschafft habe in meinem Leben. Jetzt nicht unbedingt als Leistung, sondern auf so einem persönlichen Bereich. Sie haben schon angedeutet, dass es auch ein langer Weg sein kann aus der Scham heraus. Das war bei Ihnen so, Herr Fahrenbruck. Es geht jetzt in unserem Gespräch um schweren Missbrauch. Ich habe es gerade schon angedeutet, Sie haben in jungen Jahren Schreckliches erfahren. Im Alter von 11 bis 14 Jahren wurden Sie schwer sexuell missbraucht durch einen Kirchenmitarbeiter. Über Jahrzehnte haben Sie darüber nicht sprechen können, selbst mit Ihrer Ehefrau nicht. Gehen wir aber noch mal vorher zurück in Ihre Kindheit. Wie sind Sie aufgewachsen? Wie war das Verhältnis zu Ihren Eltern? Schwierig. Schwierig? Ja, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Oberhausen. Und das war damals die Zeit nach dem Krieg noch. 1954 bin ich geboren, wo die Eltern, halt auch viele Erwachsene, halt damit beschäftigt waren, wieder irgendwie Grund und Boden zu richten, halt sich ein Heim zu schaffen. Halt auch Kinder sind dort sehr oft mitgelaufen, einfach in den Familien auch. Mhm. Ich war sicherlich auch kein einfaches Kind. Ich bin mehr oder weniger draußen auf dem Bahndamm groß geworden und habe da schon also mit 4, 5 Jahren immer noch mit den Überbleibsten vom Krieg gespielt halt und war sehr wild halt auch. Die Kirchen, da gab es Konflikte mit dem Vater schon auch. Ja, die Kirchengemeinde, welche Rolle hat die denn in Ihrem Leben gespielt? Das war für mich ein Zuhause. Weil ich sehr früh erfahren habe, dass es auch eben andere Menschen gibt, die Interesse an mir haben, die mich auch eingeladen haben, eben in der Kirche mitzumachen, halt als Messdiener. Aber auch ich habe dem Küster sehr oft geholfen, halt die Kirche herzurichten. Und das waren auch so wichtige Vertrauenspersonen für mich halt, mit denen ich dann immer auch über meine Probleme, die ich hatte, reden konnte, die ich im Elternhaus nicht anbringen konnte. Wie kam denn dann der Täter in Ihr Leben? Der kam an einem grünen Donnerstag in mein Leben halt. Wir sind nach Essen in den Dom gefahren, um dort halt heilige Öle abzuholen, die man in der Osterzeit dann auch segnen lässt halt. Und dort habe ich diesen Täter kennengelernt. Der war Organist halt und Küster in dieser Kirchengemeinde, hat auch diese Öle geholt. Und der hatte mir dann angeboten im Gespräch halt, dass er mich unterweisen könnte im Klavierunterricht. Und ich wollte Klavier lernen halt. Und da das günstiger war als der Akkordeonunterricht, den ich vorher hatte, haben meine Eltern auch zugestimmt. Und dann fing das also langsam an. Es war ja nicht sofort halt ein Missbrauch, sondern er hat das wirklich sehr geschickt gemacht, hat eine Beziehung aufgebaut. Also Sie haben ihm auch zunächst vertraut? Ja, natürlich. Das heißt, Sie haben gesagt, zu Hause sind Sie so mitgelaufen. Hat er Ihnen dann, wie auch die Kirchengemeinde, Ihnen signalisiert, ich kümmere mich um dich, ich interessiere mich für dich, auch als Mensch. So, das war sein Weg, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Das sind die Täter haben ganz bestimmte Strategien. Und für die sind solche Kinder, wie ich das auch erlebt habe oder wie ich mich erlebt habe, wie so leuchtende Punkte halt. Die können die aufspüren, die haben ein sehr feines Gespür dafür, wenn Kinder zu Hause verwahrlost sind oder nicht diese Liebe, die sie brauchen halt und auch diese Spiegelung bekommen halt von den Eltern. Also Sie glauben, er hatte diesen Sensor, hat das bei Ihnen gespürt. Wo haben Sie sich mit ihm getroffen? In seiner Wohnung. Der hatte in einer anderen Kirchengemeinde hatte eine ganz kleine Wohnung halt. Und das fing dann damit an, dass er halt den Unterricht gemacht hat, den Klavierunterricht. Und dass er aber von Anfang an immer auch Wert drauf gelegt hatte, dass also neben dieser Zuwendung, die er mir gezeigt hat, auch dann dieses Bestrafungselement immer dazu zu nehmen, wenn ich nicht richtig geübt hatte oder wenn ich mich verspielt habe halt, dann hat er auch immer gleich mit dem Stock geschlagen halt oder gab's Backpfeifen halt und so. Es war immer ein ich gebe dir was, aber ich nehme dir auch was. Und dann wieder Belohnung? Ja.
Also das ist ja eigentlich ein Mittel, um jemanden abhängig zu machen. Natürlich, das war es auch. Ja. Wie war das dann, als er sich dann auch angenähert hat an Sie, also auch körperlich angenähert hat? Wie ist das gelaufen, nur soweit Sie darüber natürlich reden möchten? Es ist sehr schwierig, heute aus der heutigen Situation darüber zu sprechen, was ich als Kind damals auch empfunden habe. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich diesen Mann wirklich geliebt habe. Das war für mich eine ganz wichtige Person, weil der mir in allen Dingen immer auch zugehört hat, dass er mich auch unterstützt hatte, dass er auch immer halt eben in der Auseinandersetzung mit dem Vater halt dann mir Ratschläge gegeben hat. Ich wollte damals als kleiner Junge schon Priester werden. Das war mein größter Wunsch. Und er hat immer gesagt, er könnte mir dazu verhelfen, dass ich Priester werde. Weil wir werden ja beide im Glauben miteinander vereint. Und das war dann der Grund, warum ich mich immer mehr auch auf seine perfiden Spiele eingelassen habe. Und muss aber auch heute sagen, ich habe das damals nicht so schlimm erlebt. Alles, was er mit mir gemacht hat, das war für mich halt aushaltbar. Und ich habe das ihm zuliebe ausgehalten. Auch nachher diese extremen Strafen oder die extremen Bestrafungen, die er gemacht hatte. Was waren das für Bestrafungen? Er hat gerne mit dem Skalpell gearbeitet. Also er hat auch mein ganzes Genital verstümmelt halt. Das musste hinterher mehrfach operiert werden halt im Krankenhaus. Und er hat mit heißem Kerzenwachs gearbeitet. Er hat versucht, mit verschiedenen Gerätschaften, zum Beispiel Kerzen, halt auch in meinen Anus reinzugehen, halt, um den auszuweiten. Alles das, was zu einem kompletten sexuellen Missbrauch dann auch dazugehört. Also Sie merken, das ist ganz schwer für uns, glaube ich, darauf zu reagieren, weil das sich einfach schrecklich anhört. Und ich verstehe aber das, was Sie sagen, dass da für Sie trotzdem diese zwei Seiten waren. Ist es richtig, dass er Ihnen auch das Gefühl gegeben hat, irgendwie auch selbst schuld zu sein an all dem, dass er das macht? Ist das richtig, dass er Ihnen das auch noch vermittelt hat? Ja, das war das Hauptproblem, weil er irgendwann anfing, wie ich älter wurde, also wie ich nachher 12, 13 wurde, habe ich mich auch angefangen zu wehren. Und da fing seine neue Strategie an zu sagen, halt, ich sei vom Teufel besessen und er müsste jetzt bei mir einen Exorzismus betreiben halt. Und das ginge nur über extreme Strafen. Und halt, weil er mich so lieben würde, würde er gleichzeitig halt auch alles dann unternehmen, um mich glücklich zu machen. Also es war der sexuelle Missbrauch, es waren diese Verletzungen in extremer Form, die Sie gerade beschrieben haben. Sind Sie damit denn dann zum Arzt gegangen? Nein, konnte ich ja nicht. Sie waren gar nicht beim Arzt, obwohl er Ihre Genitalien... Ich habe das immer notwendig verbunden, wenn es geblutet hat und gewartet, halt, bis das dann wieder ein bisschen abgeheilt war. Ich habe den Schmerz auch nicht empfunden. Ich habe das alles ausgehalten, weil... Für ihn, wie Sie gesagt haben. Haben Sie es irgendwann Ihren Eltern erzählt? Ja, ich habe meinen Eltern das erzählt und beide Eltern haben mir das nicht geglaubt. Und mein Vater hat mich dann, also damals an den Haaren, die waren noch etwas länger, zu diesem Täter wieder hingeschleppt und hat ihm gesagt, er sollte mich mal ordentlich verprügeln, halt, ich würde böse Lügenmärchen über ihn erzählen. Und dann habe ich eine Woche später das dem Pfarrer der Pfarrgemeinde, wo wir lebten, halt erzählt. Und der hat dann gesagt, also für diese bösen Lügenmärchen müsste ich in den Beichtstuhl und das beichten, ansonsten käme ich in die Hölle. Und das habe ich ja eben auch schon mal gesagt und angesprochen. Das war für mich wirklich etwas sehr, sehr Schwieriges und Schlimmes, weil die Hölle damals in der katholischen Kirche sehr dramatisch dargestellt wurde und für ein kleines Kind umso schlimmer erfahrbar auch. Wie war das für Sie, wenn ich mir das vorstelle? Also Sie erleben die grausamsten Sachen und Ihre engsten Menschen um Sie herum glauben Ihnen nicht. Ja, das ist das, was mich dann dazu veranlasste zu sagen, wenn die mir schon nicht glauben, dann darf ich das nie mehr irgendjemandem erzählen. Dann muss ich das für mich behalten. Haben Sie nicht, auch wenn das sich jetzt groß anhört, den Glauben an die Menschheit verloren in dem Moment? Nein, ich habe ja auch meinen Glauben an Jesus, an Christus nicht verloren. Halt. Also das waren alles Dinge, die mir wichtig waren. Ich habe das ausgehalten und bis zu einem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe für mich selber, ich kann das nicht weiter aushalten, ich zerbreche daran. Das war aber wirklich dann kurz vor Schluss. Und dann ist Gott sei Dank ein schlimmer Unfall passiert.
Was ist passiert? Ich habe dann in einem Garten bei Bekannten ein Feuer gemacht und habe damals auch schwere Verbrennungen bekommen, halt den ganzen Arm, das Gesicht halt und Schulter. Bin dann ins Krankenhaus gekommen und unter 14 wurde man dort auf eine Kinderstation gebracht, die geschlossen war. Da durften selbst die Eltern nicht in die Zimmer rein. Die durften nur sonntags für eine Stunde kommen halt und durch die Glasscheibe winken halt. Und da habe ich dann fast ein Jahr lang zugebracht. Und da durfte er auch nicht rein? Da durfte er auch nicht mehr rein. Sie haben ihn dann auch nie wieder gesehen? Nein. Wie ging es Ihnen damit, ihn nicht mehr zu sehen? Ich war froh auf der einen Seite, weil ich natürlich im Krankenhaus halt dann auch schon mitbekommen habe, dass da was Ungeheuerliches passiert ist. Weil die Nonnen auf dieser Kinderstation haben ja alles gesehen, was auch mit mir los war und in welchem Zustand ich ins Krankenhaus kam. Haben Sie dann nochmal einen Anlauf versucht? Nein. Also nicht nochmal? Die haben versucht? Auch nicht darüber sprechen wollen. Okay. Mhm. Ja? Das war einfach so, auch der Chefarzt, der mich immer wieder operiert hatte, damals die Hautverpflanzung gemacht hat, der hat das auch gesehen. Und der hat dann irgendwann nur gesagt, du musst noch mal wiederkommen. Wenn das hier mit der Verbrennung alles vorbei ist, dann musst du mehrfach operiert werden, damit wir dann hinterher auch wieder aus dir einen jungen Mann machen können. Keiner hört Ihnen zu. Sie sagen im Nachhinein, das muss man sich auch mal vorstellen, zum Glück ist mir dieser schlimme Unfall passiert. Ja. Ich meine, auch das muss man erst mal sacken lassen. Sie haben dann eine Zeit gehabt, in der Sie Alkohol getrunken haben, viel Alkohol auch getrunken haben. War das auch so ein Weg, um dieses Kopfkino, das da präsent war, um Ihre Erfahrungen irgendwie, um daraus zu flüchten? Oder wie würden Sie das im Nachhinein beschreiben? Ich glaube, dass ich den Alkohol getrunken habe, weil ich mich damals natürlich als sehr unfertig erlebt habe. Mhm. Und es war auch so, dass ich das, was wieder Täter mir im positiven Sinne auch gegeben hat, dass ich das ebenso vermisste. Ich habe ja nichts anderes dafür bekommen. Mhm. Ich bin ja dann immer noch ein mehr oder weniger ungeliebtes Kind gewesen halt. Sie waren dann irgendwann dem Tode nahe, haben dann einen Entzug und eine Therapie gemacht. Dadurch sind Sie wieder neu ins Leben gestartet. Konnten Sie denn mit dem Therapeut dann über die Gründe Ihrer Sucht sprechen? Nein. Auch immer noch nicht? Nein. Mhm. Also ich habe in der Zeit, ich habe Ende 14 ein Lebensjahr angefangen zu trinken und habe dann da schon zu dem Zeitpunkt eine Flasche Schnaps am Tag getrunken. Halt, ne? Mit 17 Jahren habe ich 3 Flaschen Schnaps am Tag getrunken und wollte einfach nur tot sein und bin immer wieder mit schweren Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus gekommen, bis man dann entschieden hatte, dass man sich zwangsweise halt auch entgiften und entwöhnen muss. Halt. Und in der Zeit sind immer wieder auch Suizidversuche unternommen worden, halt, die aber dann nicht funktioniert haben. Und es gab niemanden, der damals gesagt hat, was ist mit dem Jungen los? Ihr Leben lief weiter. Sie hatten sich einen Job gesucht in einer Beratungsstelle, dann obdachlose Suchtkranke betreut, haben sich dann auch entschieden, eine Ausbildung zum Therapeuten zu machen. Sie haben ihre erste Frau kennengelernt, haben einen Sohn bekommen, haben sich dann irgendwann auch von ihr getrennt. Dann haben sie eine chronische Schmerzerkrankung entwickelt. Sie waren arbeitsunfähig, wurden mit 39 früh verrentet, haben ihre zweite Frau bekommen. Wenn wir jetzt diese ganze Zeit sehen, das, was Sie erlebt haben, war Ihnen das sehr präsent in dieser Zeit oder lag das teilweise dann auch unter der Oberfläche, was Sie uns alles geschildert haben? Beides. Also ein Teil lag wirklich gut versteckt. Da wollte ich auch nicht ran. Was mir aber sehr wichtig war, war, mich nicht mit der Scham auseinanderzusetzen, die ich ja auch zu dem Zeitpunkt empfunden hatte. Weil die Scham fing bei mir erst an, wie ich in diese stationäre Entwöhnung kam, wo ich dann vom Alkohol weggekommen bin. Mhm. Wo ich auch wieder präsent war und wach war. Da habe ich mich dann auch für das, was geschehen ist, geschämt. Da wurde mir auch das erste Mal bewusst, was dort überhaupt passiert ist. Das war mir als kleines Kind überhaupt nicht bewusst. Wann war dieser Moment, dass Sie aus der Versenkung, dass Sie gemerkt haben, das kann nicht mehr unter der Oberfläche sein, das muss ans Licht? Das war in der Therapievorbereitung, in der Ausbildung zum Psychotherapeuten, in der Vorbereitungsphase. Dann musste ich ein Jahr Eigentherapie machen halt und das nachweisen. Da ist mir klar geworden, dass ich mich zuerst mal mit dem Täter auseinandersetzen muss und mit dem, was da passiert ist. Mhm. Weniger, dass ich das dann öffentlich mache und publik mache,
sondern dass ich erstmal mit ihm halt meinen Frieden machen muss. Und ich habe immer gesagt, auch heute in den Gesprächen sage ich immer, ich wollte diesen Täter nicht mit ins Grab nehmen. Mhm. Ich erlebe viele andere Betroffene heutzutage, die also diesen Wut und diesen Hass, den die haben auf alles, was in ihrem Leben durch diesen Missbrauch passiert ist, dass sie den ganzen Leben mitnehmen und vor sich hertragen halt auch. Und das wollte ich nicht, das war mir klar. Und ich habe mit meinem Täter auch meinen Frieden machen können. 2010 war ja dann die Zeit, dass immer mehr Opfer gesprochen haben, ja. Immer mehr das Thema auch präsent wurde. Es ist auch bei Ihnen dann noch mal präsenter geworden. Sie haben auch Ihrer Frau davon erzählt. Wie groß war die Überwindung, ihr das zu erzählen? Ich hatte ein großes Vertrauensverhältnis und habe mit ihr ja eine lange wirklich gute Ehe auch geführt. Mhm. Und das war keine Überwindung. Es war bis zu diesem Zeitpunkt nicht so in dem Vordergrund, dass es eine besondere Wichtigkeit hat. Okay. Aber wie ich angemerkt habe, dass durch diese Veröffentlichung in den Medien auch mein Kochtopf immer weiter anfing zu köcheln und ich den Deckel nicht mehr drauf kriegte, dann war mir klar, dass ich auch mit ihr als erstes darüber reden muss. Und die hat das auch ganz normal und ganz locker aufgenommen. Aber es war das erste Gespräch über den Missbrauch nach 42 Jahren mit einem Menschen. Hat sie auch gefragt, nachdem sie sich so ausgetauscht haben und es haben setzen lassen, warum hast du mir nicht vorher davon erzählt? Nein, das hat sie nie. Mhm. Sie hat immer nur gesagt, dass sie sich freut, dass ich ihr das Vertrauen schenke. Gute Reaktion. Ja. Sie haben dann für sich auch beschlossen, ihre Missbrauchserfahrung beim Bistum anzuzeigen. Ja. Sie sind auch eingeladen worden zum Gespräch. Wie ist das abgelaufen? 2010 war das sehr schwierig und problematisch. Weil das Gespräch hat eine Dreiviertelstunde gedauert, ist protokolliert worden, da war ein Protokollant dabei und diesen Protokollant kannte ich, weil der Jugendseelsorger damals halt in unserer Pfarrgemeinde war. Das hat die aber nicht interessiert. Die haben das dokumentiert und wollten auch nicht mehr wissen, weil die gesagt haben, das ist ein schwerer Missbrauch und sie werden Geld dafür bekommen und sie bekommen von uns Bescheid. Und dann kriegte ich drei Wochen später einen Brief vom Bischof in Essen halt, dass er in diesem besonderen Ausnahmefall eine Entschädigungssumme von 12.000 Euro zahlen würde. Und das war zu dem Zeitpunkt eine der höchsten Zahlungen überhaupt. Sie haben dann aber insgesamt wie viel bekommen? 80.000 Euro bis heute. Euro. Mhm. Es ist heute auch von der Kommission, von der Anerkennungskommission des Leids als besonderer Härtefall eingestuft worden. Und das ist der lange Leidensweg, den Betroffene heutzutage haben, weil die immer durch diese ganzen Instanzen durchgehen müssen, immer wieder nochmal vielleicht ihre Geschichte erzählen müssen, halt auch in jenen Einzelheiten erzählen müssen. Und das ist dann auch diese ständige Retraumatisierung, weil die immer wieder mit dem sich auseinandersetzen müssen, was da passiert ist. Sie haben gesagt, es war für Sie auch wichtig, mit dem Täter Ihren Frieden zu machen, also damit er nicht weiter Ihr Leben bestimmt, Ihr Denken bestimmt. Wissen Sie denn, was aus ihm geworden ist? Also man hat mir beim Bistum, ich habe danach gefragt, hat man nur mitgeteilt, dass er in Rom verstorben sei. Mehr dürfte man mir aus Datenschutzgründen nicht sagen. Und ich habe dann aber nicht locker gelassen. Und ich habe letzte Woche erfahren, dass es andere Betroffene gibt. Also es hat sich auch jemand noch beim Bistum gemeldet, der auch gesagt hat, dass er von diesem Mann auch missbraucht worden ist. Und ich würde gerne wissen, wie oft hat dieses Bistum diesen Mann dann nachher noch woanders hin versetzt? Wie das in vielen anderen Fällen ja auch passiert ist. Das Erzbistum Freiburg hat vor gut 14 Tagen seinen Bericht zu sexuellem Missbrauch vorgelegt. Und da heißt es, die untersuchende Kommission geht von mehr als 250 Priestern in diesem Bistum als möglichen Tätern aus. Und die Zahl muss mit Vorsicht betrachtet werden. Das Dunkelfeld ist vermutlich noch wesentlich größer. Sie engagieren sich für Betroffene von sexuellem Missbrauch im Bistum Passau, erleben, wie schwer es vielen anderen auch fällt, rauszugehen, eine Sprache zu finden überhaupt, von dem, was passiert ist. Was sagen Sie nach Ihren Erfahrungen zum Umgang der Kirche mit Betroffenen? Katastrophal. Also ich habe die Zeit seit 2010, jetzt in dem Bistum, wo es mir passiert ist, und bis zum Essen, aber auch in den anderen Bistümern, wie im dort mit Betroffenen umgegangen wird, als zweiten Missbrauch erlebt. Mhm. Also ich kann das nicht anders beschreiben, weil das immer wieder halt auch Überzeugungsarbeit ist, überhaupt mal zu sagen,
ja, was mir passiert ist und wie widerwärtig das auch ist und dass ich keinerlei Unterstützung gekriegt habe. Ich habe auch damals vom Bistum keinerlei Angebote bekommen für eine weitere Betreuung. Die haben das Geld bezahlt und das ist das, was die Kirche halt auch tut. Die zahlt Entschädigungszahlungen, ob die jetzt hoch sind oder nicht hoch sind, ist doch egal. Mitgefühl ist nicht zu spüren. Ne? Das, was die Kirche eigentlich ausmachen sollte, Nächstenliebe und Mitgefühl für die Betroffenen, das hören sie nicht, das spüren sie nicht halt. Und das wird immer, wenn eine Studie neu rauskommt, wird gesagt, ja, wir stehen an der Seite der Betroffenen. Aber das spiegelt sich im Alltag nicht wieder. Und das ist das, was die Betroffenen heute so wirklich zermürbt auch. Und wenn Menschen es immer noch nicht ausgesprochen haben, was würden Sie denen empfehlen? Wo können sie hingehen? Die sollen sich an die betroffenen Beiräte, die es in den Bistümern gibt, also ich würde sagen, wirklich erstmal an Betroffene, die ein ganz anderes Verständnis haben oder eben an Personen, die eine gute psychologische Ausbildung haben und Gesprächserfahrung auch haben. Und das ist ja auch das System Kirche. In vielen Kirchengemeinden sind die unabhängigen Ansprechpartner für sexuellen Missbrauch keine geschulten Psychotherapeuten oder Gesprächstherapeuten. Das heißt, in Passau haben wir zwei Juristen, die das machen. Und das ist etwas, was mich auch immer empört hat. Für den ersten Kontakt, wenn jemand sich outet und sagt, also mir ist das und das passiert, braucht er einfach einen Schutzraum. Und da spielt eben diese Scham eine große Rolle, die ich gut verstehe. Aber sie selber kommen nur dann weiter, nicht nur was das Finanzielle angeht und die Entschädigung angeht, sondern auch für die eigene Aufarbeitung angeht, wenn sie sich mit dieser Scham auseinandersetzen. Und dafür brauchen sie auch professionelle Hilfe. Wobei immer die Frage ist, wie viel aushaltbar ist. Also man muss ja sagen, dass es Opfer von Missbrauch und Gewalt gibt, die sagen, ich nenne die Überschriften der Kapitel, die ich erlebt habe. Aber, und ich habe dann großen Respekt davor, wenn die Betreffenden dann sagen, mehr kann ich nicht berichten, weil ich daran zerbreche. Das ist übrigens auch die Grundlage aller Gespräche, die wir hier führen, dass Sie das erzählen, was Sie wirklich auch erzählen können und möchten. Und vielen Dank aber für Ihre Offenheit, für Ihr Engagement, das anderen ganz, ganz bestimmt sehr hilft. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben schon gesehen, Scham hat viele Gründe, Scham hat auch viele Gesichter. Frau Japp, Sie gehen seit einem Jahr zur Tafel. Wie war das zum ersten Mal, dorthin zu gehen für Sie? Ganz furchtbar. Also ich habe mich sehr geschämt, das tue ich jetzt auch noch. Ich fand es sehr peinlich. Ich hatte ein Jahr vorher eine berufliche Rehabilitation gemacht und da hatten mir mehrere gesagt, Mensch, warum gehst du nicht zur Tafel? Du kommst doch absolut nicht klar. Ich bin längere Zeit schon krank, beziehungsweise hatte erst den Job verloren, bin krank geworden, hat sich länger hingezogen. Und ich habe mich aber so geschämt. Ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht. Weil? Was fanden Sie peinlich? Wofür haben Sie sich geschämt? Naja, ich hab mich dafür geschämt, dass ich halt nicht arbeiten kann. Also ich dachte, ich werde immer darauf reduziert, Mensch, kann's nicht arbeiten und das ist das Mindeste, was man leisten muss. Ich habe mich selbst auch unter Druck gesetzt, aber komme da im Moment nicht raus und wollte das eben, solange es geht, vermeiden. War das dann auch so, dass Sie dachten, hoffentlich sieht mich keiner so? Oder wie war das? Ja, ziemlich schon, ja. Ist Armut in unserer Gesellschaft, nicht arbeiten können, ist das schambesetzt? Bei vielen Menschen ja. Es gibt natürlich auch solche, die offensiv sagen, nee, ich gehe nicht arbeiten. Aber in aller Regel ist es so, dass Abhängigkeitsscham erlebt wird. Ich bin bedürftig, ich bin abhängig davon, dass andere mich unterstützen. Intimitätsscham, da könnten mich andere sehen und erkennen. Und Kompetenzscham oder Inkompetenzscham. Ich kann mich nicht ernähren. Ich kann selber keinen Job finden. Und auch das ist etwas, was mich dann aus der Gemeinschaft quasi heraustreibt. Wenn Sie zurückschauen, Sie haben eine Lehre zur Bankkauffrau gemacht. Sie waren verheiratet, hatten einen Sohn. Haben Sie sich mal vorstellen können, in diese Situation zu kommen? Nein, gar nicht. Also überhaupt nicht. Wir haben ja eine glückliche Zukunft geplant, damals, als ich jung war. Und das hat in der Ehe leider nicht funktioniert. Was hatten Sie so von der Zukunft erwartet, wenn Sie sich so zurückerinnern? Wir haben also eine glückliche Familie geplant. Wir haben einen
Sohn bekommen. Ja, wollten schön leben, hatten uns damals schon aufs Alter sozusagen vorbereitet, indem wir finanziell unabhängig gewesen wären. Da wäre ich also nie auf die Idee gekommen, dass ich mal so abstürze, sag ich mal. Und das schon so eine lange Zeit und da nicht wieder raus. Sie haben sich auch erstmal um den Haushalt gekümmert, genau. Um die Erziehung, waren 9 Jahre aus 9 dem Jahre. Beruf raus. War das auch ja. Ihre Entscheidung? Ja, das haben wir damals zusammen. Das ist ein Wunschkind gewesen. Wir wollten das so und wie er dann 9 war, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Wie war das, wieder reinzukommen? Ganz schön schwer. Mhm. Also das war eine ganz schöne Zeit. Die Pause, das ist eigentlich schon so ein Abstellgleis gewesen irgendwie, weil es ist so viel passiert in diesen 9 Jahren. Mhm. Gerade auch in der Bank. Ich bin in der Bank dann wieder angefangen. Das war ganz, ganz schwierig. Aber ich habe es geschafft. Es war eine ganze Zeit gedauert. Naja, und dann hatte die Bank fusioniert und ich hatte dann ja, nach 4,5 Jahren den Arbeitsplatz verloren. Betriebsbedingte Kündigung nennt man das dann? Ja, sozusagen. Also die hatten fusioniert. Es gab noch eine gewisse Zeit des Kündigungsschutzes, wo keiner gehen musste. Aber irgendwann waren es dann halt die am kürzesten da waren. Und wie war das für Sie? Sie waren zum ersten Mal dann arbeitslos, ja. Wenn man das so sagt? So rückblickend betrachtet natürlich nicht so schlimm, weil das Einkommen ja da war. Mein nunmehr Ex-Mann hat eben gut verdient. Ja. Da ist dieses Essentielle, was jetzt halt ist, dass es wirklich die Armutsgrenze ist, das ist nicht gewesen. Ich war nicht alleine, wir haben eine Familie gehabt. Das war insofern nicht so schlimm. Und ich war ja auch wesentlich jünger und habe gedacht, ach, das schaffe ich, komme da wieder rein. Ja. Ja, und Sie haben dann noch bei einer Zeitarbeitsfirma auch gearbeitet, ja. Aber irgendwann ging es mit der Ehe dann nicht mehr weiter. Und im Zuge der Trennung haben Sie dann auch den Kontakt zu Ihrem Sohn verloren. Auch das ganz bestimmt eine sehr schwierige Situation. Sie hatten dann eine neue Beziehung, die stand dann aber auch unter dem Eindruck der Jobsuche. Woran ist die zerbrochen? Wie würden Sie das sagen im Nachhinein? Ich denke mal, also der zweite Partner war ganz anders als der erste. Mhm. Ich denke mal, das ist daran zerbrochen, an der Situation halt. Also ne? Sie haben ihn geliebt? Absolut, absolut. Und er war auch im Vergleich zu meinem Ex-Mann das absolute Gegenteil. Ne? Der war liebevoll, ich habe mich geborgen gefühlt. Das waren so Gefühle, die ich überhaupt nicht kannte aus der Ehe. Mhm. Mein Ex-Mann, der war eher... Ja, dem hat es gefallen, mich zu demütigen, verbal zu erniedrigen. Mhm. Und ja, der zweite war halt ganz anders. Und er hat es mir nie gesagt, warum er die Beziehung beendet hat. Aber ich sag mal heute, wahrscheinlich, weil ich so war, wie ich war. Ne? Weil ich habe immer Angst gehabt durch die vielen Jahre Zeitarbeit. Ich habe mich jedes Wochenende beworben. Es sind Krankengeschichten dazu gekommen. Ich war sehr labil. Das fing allerdings auch in der Ehe schon an, durch diesen häuslichen Stress, dem ich da ausgesetzt war. Und das ist mir aber erst viele Jahre später bewusst geworden, dass das irgendwo immer noch in mir drin ist und mich teilweise wahrscheinlich auch behindert und lähmt. Na, und in der zweiten Partnerschaft, da ging es eben so, ich habe mich jedes Wochenende hingesetzt, jeden Sonntag Bewerbung, wir haben in der Woche gemeinsam gesucht, dass ich aus dieser Zeitarbeit rauskam. Ja, und dann kamen längere Krankphasen, weil ich eigentlich nur Angst hatte, panische Angst, Schlafstörungen, ich kam da irgendwo gar nicht mehr raus und habe auch teilweise dann so ein bisschen die Hoffnung verloren, weil ich mich beworben habe und wollte und immer geguckt und es einfach nicht funktioniert hat. Nach der Trennung ging es dann weiter noch bergab. Sie haben dann auch noch mal Ihre Arbeit verloren. Sind in Hartz IV gerutscht und haben irgendwann auch an Suizid gedacht. Warum? Was kam da alles zusammen? Alles. Also wirklich alles, ja. Ich habe irgendwo keinen Sinn mehr gesehen im Leben, habe gedacht, ich guck immer, ich versuche und mach und tu. Mir fehlt die Arbeit, mir fehlt das Geld, mir fehlen die sozialen Kontakte. Also Freundinnen, Freunde? Das hat sich in der Scheidungsphase hat sich das schon sehr minimiert, sag ich mal. Und mein zweiter Partner und ich, wir waren also sehr glücklich zusammen, haben beide gearbeitet und hatten da gar nicht so viel Zeit, jetzt großartig was an Freundeskreis aufzubauen. Und auf einmal saß ich da alleine sozusagen. Ne? Also es war wie so eine Spirale, die sich immer weiter runterdreht? Irgendwie ja. Und kam dann diese Scham Hartz IV dazu? Oder wie würden Sie das? Ja,
Ja. Genau, erst war ich ja arbeitslos und da habe ich das auch noch ganz positiv gesehen, habe gedacht, ich schaffe das, ich will, ich will nicht so weitermachen. Aber dann kam halt Hartz IV, dann habe ich eine berufliche Rehabilitation gemacht, die wurde abgebrochen, weil ich häufig krank war, es war auch richtig. Dann hatte ich jetzt 2 Operationen, ja, und bin nicht wieder so auf die Füße gekommen und habe mich nie fit gefühlt. Wenn Sie diese Scham ansprechen, Herr Hilgers, gibt es viele Menschen in Deutschland, die soziale Hilfe gar nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie ihnen zusteht, aus Scham? Unbedingt. Ja. Das kann man ja immer wieder lesen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich, vielleicht ist es auch ein Stück Stolz noch dabei, die sich weigern, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Außerdem dokumentiere ich damit ja, ich bin aus der Gemeinschaft herausgefallen. Ich gehöre nicht mehr dazu. Und ich werde auch gar nicht gebraucht. Das ist ein weiteres außerordentlich beschämendes Gefühl. Mich will niemand, mich braucht niemand. Ich bin nutzlos. Und wenn ich jetzt die Hilfe, das war ja Ihre Frage, nicht in Anspruch nehme, dann weigere ich mich quasi, das so zu akzeptieren. Ich verweigere diese Etikettierung, diese Zuschreibung. Das war ja wahrscheinlich auch das, Sie haben gesagt, Sie haben lange gezögert, um zur Tafel zu gehen, weil es da greifbar wird. Ne? Ja. Als Sie dann da waren, wie war denn der Ton? Wie war Ihre Erfahrung vor Ort? Also mir war es sehr unangenehm. Wie ich das erste Mal dahin gegangen bin, hatte man dort gedacht, ich komme da zum Arbeiten, zum Mithelfen. Das ist ein sehr netter Ton dort gewesen. Also obwohl ich mich ja dafür geschämt habe, haben die Mitarbeiter, die das ja alle ehrenamtlich machen, das also nicht, mich nicht spüren lassen. Das ist ein sehr, sehr netter Ton gewesen. Das ist jetzt auch noch so. Trotzdem schäme ich mich natürlich dafür. Und also Sie kommen da auch ins Gespräch mit anderen? Ja, und das muss ich sagen, finde ich ganz gut, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die durch ähnliche Situationen in solche Lage geraten sind. Die eben auch was gelernt haben, die gearbeitet haben, die wollen und die trotzdem aus irgendwelchen Gründen, weil sie nichts finden oder weil sie krank sind, irgendwo ausgeschlossen sind. Denn das ist ja auch für mich eine Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Gerade bei den Preisen, was jetzt ja wirklich explodiert ist, nicht erst im letzten Jahr, sondern davor auch schon. Wenn ich dann von Bekannten zum Beispiel gehört habe, ja, wir müssen alle kürzer treten. Ja, aber das ist bei Hartz IV noch eine ganz andere Nummer. Was vermissen Sie am meisten im Leben? Alles eigentlich. Partner auch? Also auch ein Partner, ja. Ein Arbeitsplatz, ein Partner. Ich denke mal, dass ich so auch gar nicht mehr attraktiv bin für einen Partner in so einer Situation. Das geht aufs Selbstwertgefühl, aufs Selbstbewusstsein. Ich bin früher ganz anders gewesen. Ich kann so nicht irgendwo hingehen, sag ich mal, bei den Preisen zum Essen oder einfach mal abends in eine Bar, um vielleicht jemanden kennenzulernen. Selbst wenn irgendwie Treffen sind, es gibt in Hamburg ja auch Treffen, so von nebenan.de, so Kaffeeklatsch, Mädels Kaffeeklatsch und sowas. Das ist alles mit teuren Ausgaben für mich verbunden. Weil für mich ist es einfach nicht machbar, jetzt irgendwo reinzugehen und mal eben 20 Euro auszugeben, wo jemand anders sagen würde, also das, was man Teilhabe nennt. Ja, das fehlt, ja. Mit Kontakte zu haben, Freundschaften zu haben, mal irgendwo hingehen zu können. All das ist nicht da. Ja. Genau. Wenn man sich überlegt, was kann Kraft geben, auch Dinge, die man aber alleine machen kann, da muss man sagen, sie fotografieren. Wir zeigen auch mal einige Fotos von Ihnen. Was gibt Ihnen das Fotografieren? Ich möchte fast sagen, das ist das Einzige, was geblieben ist. Das hat sich vor ein paar Jahren mal so als Hobby entwickelt. Und ich habe irgendwann festgestellt, wie es mir besonders schlecht ging und ich wenig Lebensmut hatte und mich nicht ablenken konnte, dass es mir sehr viel Kraft gegeben hat, einfach Kamera nehmen und raus. War gar nicht wichtig, was ich eigentlich fotografieren wollte. Ich finde eigentlich immer was. Ich achte sehr auf Details, egal ob das in Hamburg irgendwelche besonderen Sachen sind oder manchmal ist es eine Pflanze oder eine Haustür oder ich finde immer irgendwas. Und das ist der Moment auch für mich, wo ich abschalten kann, wo ich denke so. Und irgendwann komme ich dann wieder in die Realität zurück. Tolle Fotos. Danke. Möchten wir aber mal sagen. Danke schön.
Wenn Sie heute hier sind, geht es Ihnen auch darum, das Bild von Menschen, die in Ihrer Situation sind, aufzubrechen, zu verändern? Ja, ich habe den Mut zusammengenommen, um meine Situation hier zu schildern, weil ich auch glaube, dass es viele andere Menschen gibt in dieser Situation, die eben nicht gerne da sind. Ich hätte früher auch oft gedacht, ach, brauchst ja nicht arbeiten, Hartz IV. Das ist so eine Schiene, wo man einfach denkt. Ich muss gestehen, ich habe auch mal so gedacht von anderen. Aber ich bin in dieser Situation nicht gerne und ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht, weil ich eben auch nichts machen kann. Und ich möchte einfach sagen, ja, mir geht es auch so. Ich bin nicht gerne in dieser Situation. Ich hoffe immer noch auf einen Strohhalm sozusagen, der mir vielleicht wieder Mut macht, dass ich da wieder rauskomme. Das hoffe ich immer noch. Wir hoffen auf, ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass Ihnen Ihre Kraftquellen erhalten bleiben, wie das Fotografieren. Dankeschön. Und Sie sagen es, wir sind ja soziale Wesen. Wir brauchen irgendwie Kontakte, Freundschaften, Partnerschaften. Mhm. Und Sie haben gesagt, ja, die Hoffnung auf den Strohhalm ist da. Wir hoffen auf jeden Fall für Sie, dass das alles wieder in Ihr Leben kommt. Und so wie Sie das hier ausstrahlen, wirklich, wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass es besser wird. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Dieses, wofür wir uns schämen, hat das viel mit den Normen der Gesellschaft zu tun? Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Mhm. Nicht nur zwischen Gesellschaften, sondern auch in unserer Gesellschaft gibt es ja ganz unterschiedliche soziale Gruppen. Und innerhalb dieser sozialen Gruppen gibt es Normen, gibt es Werte. Mhm. Und wenn ich gegen diese Werte verstoße, dann mag es sein, dass ich mich schuldig fühle oder schäme. Aber auffälligerweise ist es so, dass da, wo sich der eine schämt, mag sein Nachbar gerade Stolz empfinden. Mhm. Je nachdem, zu welcher Community ich gehöre und es beleidigt mich jemand, dann würde ich mich schämen, wenn, ich sag's jetzt mal drastisch, ich dem keiner reinhaue. In der Community, in der ich mich in der Regel bewege, würde ich mich schämen, wenn ich es täte. Sodass sehr unterschiedliche Werte, das sind so Macho-Werte unter Umständen, soziale Werte, religiöse Werte, ethische Werte, die differieren enorm innerhalb einer Gesellschaft, was übrigens auch zu heftigen Konflikten in der Gesellschaft führen kann, in Wohnvierteln beispielsweise, wenn es sehr unterschiedliche Werte gibt. Also kurz, da wo sich der eine stolz fühlt, schämt sich der andere und umgekehrt. Man kann nicht sagen, es gibt das Schamgefühl schlechthin. Also das jetzt unisono zu sagen, das ist die Quelle der Scham und jenes ist es nicht, das geht nicht. Herr Gärtner, Sie waren 6 Jahre, als sich die Scham in Ihrem Leben eingenistet hat. Es ist was geschehen, was Ihr Leben in ein Davor und ein Danach eingeteilt hat. Es war so, dass Ihre Mutter Ihren Vater erschlagen hat. Da zuckt man schon zusammen, wenn man das ausspricht. Aber lassen Sie uns erst mal über das zuvor oder über das davor auch reden. Wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt, wenn Sie sich so zurückerinnern? Nun, also ich bin im Nachwende-Marzahn aufgewachsen, im Plattenbaugebiet, jetzt nicht in den Hochhäusern, sondern in so einem klassischen Wohnungsbau. War für Kinder wahrscheinlich ziemlich schön, also viel Grün, viel Anlagen, schöne Spielplätze. Bin nach meinem Empfinden mit einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen. Also ich hatte. Wie war Ihr Kontakt zu Ihrer Mutter zum Beispiel? Ihr Verhältnis? Ja, ich habe viel Zeit mit ihr verbracht, also sehr, sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Im Nachhinein würde man wahrscheinlich sagen, sie hat sehr geklammert. Mhm. Also es gab Zeiten, als ich in den Kindergarten gehen sollte oder auch in die Vorschule. War ich wenige Tage da, weil sie lieber wollte, dass ich die Zeit mit ihr verbringe. Mhm. Mit ihrem Vater, wie war das Verhältnis da? Genau, also da war ein ähnliches klammerndes Verhältnis von meiner Mutter. Da hatte ich wenig Zeit mit meinem Vater. Also der war in Kältetechnik aktiv, war viel auf Arbeit. Und wir hatten 1-2 Mal im Jahr immer so Urlaube, die wir uns dann genommen haben. Das war dann Heidepark Soltau oder an die Ostsee. Also nur Sie beide, oder? Genau, also er war im Ruderverein aktiv und hatte dadurch so einen Bulli, den er sich dann immer leihen konnte. Und so haben wir immer so eine Woche oder so dann zu zweit verbracht und halt wirklich
diese schönen Kindheitserfahrungen, die sich dann auch ja, manifestieren, auf, die man sich gerne zurückerinnert. Also das sind echt schöne Erinnerungen, ja. Wenn Sie das so beschreiben. Wie sind Ihre Eltern? Wie war das Verhältnis zwischen den beiden? Wie haben Sie das Ja, irgendwie so richtig zusammen habe ich sie nicht erlebt. Mhm. Also, und wenn, dann war das angespannt. Muss sehr angespannt gewesen sein, wenn man das, das Finale betrachtet. Mhm. Genau, aber es war eher so ein Entweder-Oder. Ne? Entweder sie, entweder er, entweder mit meinem Opa. Aber es war wenig alle an einem Tisch. An einem Morgen kam es dann zu einem heftigen Streit zwischen Ihren Eltern. Was haben Sie davon mitbekommen? Genau, also die Situation war, die ich wachte morgens auf von einem Rums. Und ich wollte, zu der Zeit habe ich mit, im Bett meiner Mutter geschlafen. Mein Vater war ja, verbannt auf die Couch, würde ich sagen, wahrscheinlich. Und ich kam nicht aus der Tür raus. Und mein Bewusstsein hat wahrscheinlich gesagt, okay, leg dich mal wieder hin. Da wird was nicht ganz in Ordnung gewesen sein. Also bin ich wieder eingeschlafen. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Mhm. Wahrscheinlich ein paar Stunden. Irgendwann wachte ich wieder auf und ging aus der Tür raus. Ich habe dann meine Mutter putzen gesehen und sie meinte so, geh mal nicht in die Küche. Ja, und was macht man natürlich, wenn die Mutter einem sagt, mach's nicht, genau das machst du. Und habe dann einen blutüberströmten, in eine Bettdecke gerollte Sache gesehen und da war mir eigentlich schon alles klar. Dass das Ihr Vater ist? Ja, genau. Also ich glaube, das konnte ich zusammenzählen und ab dem Zeitpunkt war mir auch klar, ich muss darüber schweigen. So. Also es gab Situationen, Nachbarn sind gekommen, Arbeitskollegen von ihm sind vorbeigekommen und ich habe, ja, geschwiegen. Also Ihre Mutter hat auch nicht die Polizei gerufen oder irgendwas danach? Nee, also die Polizei kam dann 10, 11 Tage später. 10, 11 Tage später? Genau, die Nachbarn hatten sich über einen Geruch beschwert. Was haben Sie in dieser Zwischenzeit, sind Sie zur Schule gegangen oder? Genau, das war die erste oder zweite Schulwoche. Mhm. Es war gerade mit Einschulung beschäftigt, alles neu. Das war wahrscheinlich eine gute Ablenkung. Und wann haben Sie erfahren, dass Ihre Mutter, oder wo waren Sie, als Ihre Mutter dann verhaftet wurde? Genau, also ich war in der Schule und wurde nicht abgeholt. Mhm. Und dann kam einer der Lehrerinnen und hat gesagt, ja, komm doch mal in die Vorschule. Also die Vorschule war in diesen großen Gebäuden immer ein Stockwerk. Ne? Und dann war ich da und habe den anderen Kindern irgendwie beim Spielen zugeguckt, habe aber auch, glaube ich, schon gemerkt, okay, irgendwas ist faul. Ja, und dann haben mich irgendwann zwei, drei Polizisten abgeholt. Und in Berlin gibt es so eine Auffangstelle für Kinder, die entweder Streit mit den Eltern hatten oder die etwas Schlimmes gemacht haben oder eben solcherlei Geschichten. Das ist der Kindernotdienst und da war ich dann erstmal für einige Zeit. Mittlerweile weiß man, Ihre Mutter hat Ihren Vater mit der Bratpfanne erschlagen. Mhm. Wissen Sie, ob das Notwehr war, was da vorgefallen ist? Wissen Sie da was drüber? Es war wohl ein Streit. Er habe sie wohl auch in dem Streit mit einem Tomatenmesser bedroht gehabt. Das sind diese kleinen Messer mit den Zacken für die kleinen Gemüses sozusagen. Ja, und dann wird sie aus Notwehr gehandelt und ausgeholt haben. Was dann natürlich, wie doll, im Nachhinein weiß ich das nicht. Mhm. Ja. Sie haben gesagt, Sie waren dann beim Kindernotdienst und uns interessiert natürlich, was hat das mit Ihrer Kinderseele gemacht? Wie haben Sie weitergelebt? Sie sind dann irgendwann auch in eine Pflegefamilie gekommen, in eine neue Schule gekommen. Da sollten Sie sich auch den Lehrern vorstellen und insgesamt vorstellen. Was Sie nicht konnten, was hat Sie gehemmt? Genau, also eine Situation war der erste Schultag. Ich war dann natürlich sehr zu spät, erst 2 Monate später als die anderen. Ich musste bei jedem Lehrer vorstellig werden. Und ich musste mich tatsächlich mit meinem Familiennamen vorstellen. Und der war für mich natürlich durch die Tat und die ganzen Erlebnisse sehr schambehaftet. Und eine Erinnerung, die ich noch habe, ist, ein Schüler kam auf mich zu und meinte, Paul, du musst dich doch nicht schämen. Guck mal, ich heiße so und so und das reimt sich auf Schimmel. So, ich habe gelacht so, aber konnte trotzdem
so 10, 15 Minuten lang, das war der Religionsunterricht damals, das einfach nicht sagen, so bis der Lehrer dann den Unterricht weitergemacht hat und danach am Ende alleine auf mich zugegangen. Das ging dann, aber es war trotzdem sehr, sehr unangenehm. Sie haben sich ja auch in der Pflegefamilie wohlgefühlt. Mhm. Hat ein liebevolles, gutes Verhältnis. Das hat ihnen auch Stabilität gegeben. Sie sind dann auch dort geblieben, bis sie 20 sind, sind dann ausgezogen. Mhm. Ihre Mutter war einige Jahre im Gefängnis. Mhm. Haben Sie denn noch Kontakt zu Ihrer Mutter? Nee, also ich hatte das dann in meiner Jugend bei der Pflegefamilie immer mal wieder gehabt. Da gab es eine Situation, da hatte sie einen Überraschungsbesuch gemacht. Ne? Und für mich ist das, wenn ich diese früheres Leben quasi bewusst angehe, dann kann ich das. Aber dieses unbewusst aus dem Nichts, so ein bisschen wieder aus dem alten Leben erinnert werden, war für mich sehr, sehr, sehr schlimm. So, war sehr, sehr schlimm und ich habe da auch starke körperliche Symptome dann, werde dann immer krank, wenn sowas passiert. Und sie stand dann auf einmal vor der Tür. Und bei meinen Pflegeeltern haben wir im Erdgeschoss gewohnt und ich war an der Vordertür, sozusagen hatte ich ein kleines Zimmer, ein Fenster, wo ich immer geguckt habe, welche Leute klingeln so. Und es hat geklingelt, ich gucke raus und sehe das Gesicht meiner Mutter, mit der ich natürlich nicht gerechnet hatte. Und dann infolgedessen habe ich meinen Sozialarbeiter, den einem dann vom Pflegekinderdienst an die Hand gestellt wird, beauftragt, ihr nett zu sagen, dass sowas nicht geht und dass ich aktuell diesen Umgang so nicht verkrafte. Wie lange ist das jetzt schon her? Wie lange haben Sie keinen Kontakt mehr? Das müsste jetzt so 16, 17 Jahre sein. 16, 17 Jahre. Also ist auch der Wunsch, einen Schlussstrich zu ziehen in gewisser Weise? Ja, also es ist schon so irgendwo auf der Bucketlist. Ne? Man müsste es schon mal noch mal machen, um Frieden zu schließen, um abzuschließen. So. Aber wenn ich weiß, wie sehr sensibel ich auf diese Situation reagiert habe, weiß ich nicht, ob ich mir aktuell oder in naher Zukunft dafür die Zeit oder auch das Risiko eingehen will, dass es mich so raushaut. Wir sprechen ja heute über die Frage, wofür wir uns schämen. In welchen Momenten holt Sie heute noch Scham ein? Ist das noch ein Thema für Sie? Ja, also ich würde sagen, nicht die Scham von dem, was damals passiert ist oder so. Ich glaube, darüber kann ich mittlerweile immer besser reden, weil ich gelernt habe, je mehr ich drüber rede, desto besser wird. Aber für mich ist irgendwie seitdem oder wegen diesem schamhaften Verhältnis, das so hat so ein bisschen wie ein Katalysator für die Scham gewirkt. Also ich kann, glaube ich, sagen, so Scham oder beziehungsweise die Vermeidung von Scham ist für mich sowas wie so eine Leitemotion. Also ich versuche, so gut es geht, schamhafte Situationen zu vermeiden. Was passiert mit Ihrem Körper, wenn es trotzdem dazu kommt? Boah, alles. Also, es gibt ganz viele lautstarke Selbstgespräche, wenn man alleine ist. Ich werde hibbelig, renne hin und her. So. Was passiert in unserem Körper, wenn wir uns schämen? Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Also einerseits kann es ja sein, dass einem heiß wird, dass Erröten in den Kopf schießt oder sie können auch erstarren oder eben diese heftige Unruhe entwickeln. Übrigens, Selbstgespräche sind ja keineswegs immer negativ, sondern kann durchaus auch ein Problemlöseverhalten sein, womit ich mich unterstütze. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es einen biologischen Ausdruck, wie zum Beispiel bei Ärger oder Überraschung im Gesicht oder im Körper gibt für Scham. Und das ist klug, denn wir wollen ja mit Scham nicht erkannt werden. Und deshalb ist es so, dass es eben auch nicht diese eindeutige Zuschreibung gibt, die mit Scham zusammenhängen. Ist das denn so, dass Sie die Erinnerung an Ihren Vater ganz bewusst wachhalten? Oder ist das sich Fotos anschauen? Oder ist das etwas, was Sie eher verdrängen? Ich glaube, ich habe das alles ganz gut weggepackt. Weggepackt. Aber klar, es gibt Situationen, da schaue ich mir die Fotos an und schaue sie mir auch gerne an. Also es gibt wirklich gute Momente, zu denen ich zurückdenke. Aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es die starken Emotionen, ne, Ärger oder Vermissen oder so. Ich weiß, dass das passiert ist. Ich weiß, es ist da. Ich wertschätze die Zeit, aber ich bin weitergezogen, wenn es Sinn macht. Und die Scham ist aber da geblieben, in anderer Form. Und Sie haben mal gesagt, die Scham ist wie ein Geist, den ich vertreiben muss. Wie meinen Sie das? Es ist, also,
es ist manchmal wirklich so, dass diese schamhaften Momente, die kommen rein. Das sind jetzt nicht die alten Momente, das sind alltägliche Momente, was Dummes gesagt, ne, sich blöd verhalten, vielleicht auch mal zu betrunken gewesen. Ne, man kennt das, wofür man sich schämt. Mhm. Die kommen bei mir dann so rein und dann kommt wirklich so ein lauter Emotion, also so wie so ein Urschrei auch. Ich halte auch manchmal die Luft an und es ist wirklich so, als würde mein Körper versuchen, diese Scham auszuschwitzen. Sie haben Linguistik und Philosophie studiert. Sie arbeiten als Werber in einer Berliner Agentur. Sie haben, wenn man so will, Karriere gemacht. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen Scham aus dem Weg gehen. Sie haben gesagt, das kann auch uns antreiben, ja, die Vorstellung. Ist es bei Ihnen so ein bisschen so, dass das auch ein Beschleuniger ist, ein Karrierebeschleuniger in gewisser Weise? Für mich ist Anerkennung total wichtig. Also von und daraus fülle ich wahrscheinlich vielleicht so ein Loch, was die Scham hinterlässt. So. Aber das ist mir total wichtig und ich versuche, treibt mich an, motiviert mich. Ja, in der Tat. Wie groß ist so Ihr Wunsch, eines Tages diese belastenden Anteile der Scham auch loszuwerden? Total, total groß. Ich meine, deswegen sitze ich ja auch irgendwie hier. Aber einfach, weil für mich ist es so, je mehr ich diese Vergangenheit abstoße, desto mehr schwebt sie wie so ein Damoklesschwert über mir. Mhm. Und je mehr ich darüber rede, dem Erlebten so eine Geschichte gebe, eine stringente Geschichte, desto mehr integriere ich sie in mein Selbstverständnis. Scheint auch ein guter Weg zu sein. Dann wünschen wir Ihnen da weiterhin viel Glück. Man merkt, wie das noch in Ihnen arbeitet, aber vielleicht ist es so, dass es Ihr Leben dann irgendwann leichter und entspannter auch wird, wenn Sie den Weg weitergehen. Vielen Dank auf jeden Fall, Herr Gärtner. Ich glaube, wir alle kennen ja so die Situation, zu einem unpassenden Augenblick dringend auf die Toilette zu müssen, was weiß ich, in der Bahn oder im Theater. Und Frau Buller, bei Ihnen ist es so, Sie haben, seitdem Sie 27 sind, leiden Sie unter Dranginkontinenz und eine Reizblase. Können Sie beschreiben, wo und in welcher Situation Sie zum ersten Mal gemerkt haben, oh, da stimmt was nicht? Also das ist immer so ganz lustig, weil ich die Situation noch ganz genau weiß, obwohl es jetzt schon über 10 Jahre her ist. Also ich war mit meiner Zwillingsschwester, wir haben so einen Roadtrip durch die USA gemacht, also 3 Monate, beste Zeit meines Lebens bis dahin eigentlich. Und wir waren in San Francisco und meine Schwester hat ein Foto von mir gemacht, weil wir hatten so Österreicher, also Backpacker kennengelernt und hat ein Foto gemacht. Und ich stehe da und merke plötzlich, um Gottes Willen, was ist jetzt los? Ich muss so dringend auf die Toilette. Und das war, also es hat sich so angefühlt, als ob ich 2 Tage lang nicht pinkeln gewesen wäre. Der Drang war von 0 auf 100 einfach da. Und ich dachte mir so, krass, was ist jetzt passiert? Und ich habe mich dann so instinktiv hingekniet und meine Ferse so in den Beckenboden irgendwie so gedrückt, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie diesen Druck ausgleichen und habe versucht zu atmen. Ich muss nur atmen. Und dann ging dieser Drang Gott sei Dank auch wieder weg. Und ich dachte mir, ich muss sofort zur Toilette, weil meine Blase wird ja wahnsinnig voll sein und es wird ein Niagara-Fallartiger Schwall gleich niedergehen. Und bin ins nächste Café, Toilette war zu, Panik, aber habe dann Gott sei Dank einen Klo gefunden. Und es kam halt ein kleines Rinnsal einfach raus, weil meine Blase nicht annähernd voll war. Das ist, und da haben Sie schon gedacht, oh, und wie ging es dann weiter? Kam das öfter? Von da war es dann wirklich so, dass ich alle 20 Minuten dieses Gefühl hatte. Alle 20 Minuten wirklich natürlich dann auch vorsorglich zur Toilette gegangen bin, weil ich dachte, dieser Fall darf nicht nochmal eintreten, dass ich in so eine Situation komme. Aber ich musste wirklich auch immer. Also wenn Leute sagen, es kann nicht sein, dass du warst doch gerade vor einer Viertelstunde. Ich gehe auf die Toilette und es geht. Sie haben gesagt, Sie waren gerade im Urlaub mit Ihrer Zwillingsschwester, die übrigens auch da ist. Erstmal herzlich willkommen bei uns hier im Nachtcafé. Und es war eigentlich die tollste Zeit Ihres Lebens. Wie ist es denn, wie sehr hat das den Urlaub, wie sehr hat das dann die nächsten Tage schon beeinflusst? Total. Also ich war mit 27, also ich wusste gar nicht, also meine Gedanken sind amok gelaufen. Ich wusste gar nicht, was passiert hier. Ich bin noch so jung, ich bin noch keine 80. Was ist hier los? Weil ich muss dazu sagen, ich musste immer schon
öfter aufs Klo. Also ich habe so eine klassische Eichhörnchenblase. Irgendwie, wenn ich irgendwie Kaffee oder Alkohol getrunken habe, das kennen wir bestimmt alle, dann muss man halt mal öfter, aber man kann es halt aushalten. Also ich habe dann gesagt, Gott, dann gehe ich halt eine Dreiviertelstunde später. Mhm. Aber die Reizblase ist halt wirklich so, ich habe die Zeit einfach nicht. Also wenn ich muss, dann muss ich. Wie viel Zeit ist dann? Also ehrlich gesagt, wenn man merkt, man muss aufs Klo, ist es eigentlich fast schon zu spät. Also es ist halt wirklich so 5 Sekunden, wenn ich Pech habe. Also Sie haben, dann ist es so, also diese erste Situation, die Sie beschrieben haben, war ja noch so, ich spüre diesen Druck. War das dann im Urlaub dann auch schon so, dass Sie sich ins Kleid oder in die Hose gemacht haben? Ja, also ich habe dann schon so, es gab wirklich so blöde Situationen, dass ich irgendwie nachts gemerkt, ich bin aufgewacht und habe gemerkt, ich muss auf die Toilette, bin aufgestanden. Auf dem Weg zum Klo habe ich schon gemerkt, oh Gott, es läuft. Mhm. Das war total oft so. Oder dass ich wirklich dann auch, ich habe dann sehr schnell angefangen, mir so Techniken zu überlegen, mit denen ich es weiter rauszögern kann. Zum Beispiel? Also dass ich mich zum Beispiel hinknie und die Ferse in den Beckenboden drücke oder mich hinsetze auch. Also ich dann immer hier so, ich mach so ein bisschen Druckausgleich mit Hohlkreuz und so. Ich habe dann mir auch immer Ausreden überlegt, irgendwie, mein Schuh ist aufgegangen oder oh, ich habe einen Stein im Schuh, ich muss mich kurz hinsetzen und so. Das hat mir schon sehr geholfen. Genau, aber klar, also ich habe mir halt schon sehr oft in die Hose gemacht, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Haben das andere da schon mitbekommen? Nee, damals nicht. Also meine Zwillingsschwester, klar, der habe ich das sofort, mit der habe ich das sofort besprochen. Also habe ich direkt halt offen gesagt, es stimmt irgendwas nicht und irgendwas passiert mit mir, was mit 27 nicht passieren soll eigentlich. Sie sind ja ganz eng, ne? Das sind so die engsten Bezugspersonen. Nun ist es so, dass wir im Alltag ja relativ selten über unsere persönlichen Toilettenerfahrungen sprechen. Macht es das auch schwer, also im Umgang damit? Weil das so ein Thema ist, das man ja nur mit, wenn überhaupt, mit ganz wenigen Menschen bespricht? Ja, also ich hatte am Anfang da wahnsinnig Schwierigkeiten, offen drüber zu sprechen oder es mir auch selber einzugestehen. Oder auch das beste Beispiel war auch, als ich dann nach der USA-Reise zurück in Deutschland war, ich wusste überhaupt nicht, zu welchem Arzt oder zu welcher Ärztin gehe ich denn als Frau überhaupt. Ja. Weil ich wusste, ich dachte, ein Urologe ist halt ein klassischer Männerarzt. Ich wusste nicht, dass ich als Frau da halt auch hingehen kann. Und habe dann wirklich erstmal googeln müssen, Blasenprobleme, Frau, Arzt, weil ich wusste es wirklich nicht. Sie haben ja auch lange gebraucht, um dann diese Diagnose zu bekommen. Ich glaube, so ungefähr ein Jahr. Ja. Als es dann hieß, Reizblase, Inkontinenz, konnten Sie das dann auch für sich annehmen? Nee, also es ist immer noch so, dass ich sagen muss, ich fühle mich mit dem Krankheitsbild Reizblase deutlich wohler als mit der Dranginkontinenz. Also deswegen sage ich auch mal so, ich habe eine Reizblase mit einer Drangsymptomatik. Das ist immer so dieses, weil Reizblase ist für mich halt so dieses, da lacht man halt eher drüber. Das ist halt so, da sagen auch Leute, ach, kenne ich, habe ich auch. Was halt nicht stimmt meistens. Ja. Aber das Wort Inkontinenz ist halt schon, da redet man einfach nicht drüber. Es berührt ja so Bereiche, wie Sie sagen, über die man nicht redet und die auch so schambehaftet sind. Ne? So diese Vorstellung, zum Beispiel, wir sind auf der Toilette und jemand kommt durch die Tür oder wir gehen durch die Tür und da sitzt jemand. Warum, was kommt da zusammen, dass wir in diesem Themenbereich so schambehaftet sind? Naja, als erstes Kontrollverlust. Das ist ja das, was Sie schildern. Und Kontrollverlust, insbesondere über Körperfunktionen, dann eventuell auch noch bei vielen Zeugen, das ist sehr schambesetzt. Zeugen steigern das Schamgefühl. Die Anzahl der Zeugen steigert das Schamgefühl. Im Gegensatz zu anderen Affekten, da ist das nicht so. Mhm. Wir wollen ja eben nicht gesehen werden. Und der Kontrollverlust über Körperfunktionen ist etwas, was besonders schaminduzierend ist. Sie haben gesagt, Sie waren 27. Haben Sie auch gedacht, das kann doch nicht sein? Ja. Weil ich meine, in jedem Alter ist Inkontinenz, ist Dranginkontinenz unangenehm. Das müssen wir auch sagen. Hat das irgendwas gemacht mit Ihnen, dass Sie dachten, das passt nicht? Bei mir war es dann schon so, dass irgendwann der Punkt kam, wo ich auf meinen Körper richtig sauer wurde auch. Also, dass ich wirklich dann teilweise mir so auf die Blase so geboxt habe und mir dachte, was fällt dir ein? Wieso ausgerechnet ich? Es kann doch nicht sein. Weil ich mir wirklich dachte, ey, ich bin keine, wenn ich jetzt 80 wäre, dann ist es ja okay, weil inkontinent, sagen wir mal ehrlich, werden wir alle irgendwann, aber nicht mit Mitte 20. Also das ist in jedem Alter schlimm, aber in dem Alter, wenn Sie sich dann überlegen, wie hat das Ihr Leben verändert? Schon sehr stark. Also ich habe am Anfang mich schon gemerkt, wie ich mich einigel, dass ich wirklich auch gesagt habe, ich kann auch nichts dagegen machen, ich kann ja auch gar nicht mehr, ich kann am normalen Leben gar nicht mehr teilnehmen, weil es ist ja schlechtweg eigentlich unmöglich, weil
was passiert, wenn ich keine Toilette finde? Was passiert, wenn ich eine Toilette finde, aber die Schlange viel zu lang ist? Mhm. Was passiert, wenn ich in einer fremden Stadt bin und wirklich gar nicht weiß, ob es hier irgendwie eine öffentliche Toilette gibt oder so? Das waren alles so Sachen, über die man als normaler, gesunder Mensch gar nicht nachdenkt, die für mich plötzlich einfach oberste Priorität hatten. Also diese Frage, wo ist die nächste Toilette, ist eigentlich immer im Blickfeld gewesen, ne? Ja. Oder wann war ich das letzte Mal? Man rechnet irgendwie immer schon im Kopf so, okay. Ganz praktisch Kino? Ja, das war dann wirklich auch so. Ich liebe Kino und früher war immer so, ja, das ist bei uns allen so, wir suchen immer den besten Platz, meistens Mitte. Mhm. Und bei mir war es dann halt ganz irgendwann so, dass ich gesagt habe, nö, Randplatz, bitte hinten Randplatz, wo jeder gesagt hätte, kannst du gerne haben, will keiner. Ich dachte mir sehr, cool, kann ich raus, ohne dass ich Leute störe. Ich stelle mir jetzt so vor, in welchen Situationen das ein Thema sein kann. War es mal so, dass Sie irgendwo in einer S-Bahn waren oder so und dass Sie sich in die Hose oder ins Kleid gemacht haben und es auch auffällig wurde? Also U-Bahn, S-Bahn ist oft passiert, aber da habe ich es dann wirklich gemacht. Also da kam es dann zu richtig blöden Situationen, dass ich dann, es war die letzte U-Bahn irgendwie nach dem Feiern und dann bin ich aus der U-Bahn einfach raus und ich wusste, es fährt keine mehr. Mhm. Aber ich musste halt raus, weil ich gesagt habe, sonst mache ich mir in die Hose. Deswegen, das war halt dann ärgerlich, aber okay. Aber sehr unangenehm war es, also eine meiner schlimmsten Situationen war, das war damals in der Arbeit. Da hatte mich meine damalige Chefin zu sich an Platz gerufen, weil sie mir auf ihrem Bildschirm was zeigen wollte. Und ich stand hinter ihr und merkte schon, oh Gott, jetzt meldet sich meine Blase und dachte mir, ich kann hier jetzt nicht weg und ich kann mich jetzt auch nicht hinknien, weil sie zeigt mir gerade was. Und ich stehe hinter meiner Chefin und merke einfach, okay, zu spät, es läuft. Und dann? Dann habe ich mir, also ich habe wirklich gemerkt, wie einfach so mein Kopf heiß wurde, meine Hände schweißig und ich merkte, meine Hose ist jetzt nass und ich hatte zu allem Übel auch noch wirklich eine graue, enge Jeans an. Also ich dachte mir, wenn es schon schlimm läuft, dann richtig. Ja. Und bin einfach stehen geblieben und als das Gespräch zu Ende war, bin ich ganz schnell zu meinem Platz vorgegangen, habe mir sofort meine Jacke genommen, die mir so um die Hüften gebunden, habe wirklich gebetet, dass es keiner gesehen hat. Ja, und habe dann einfach gesagt, ich habe Kopfschmerzen und muss nach Hause. Hatte es Ihre Chefin denn gesehen? Sie hat mich auf jeden Fall nicht darauf angesprochen. Also ob sie es gesehen hat, weiß ich nicht, aber wir haben nicht drüber gesprochen. Was war denn dann der Punkt, dass sich Ihre Situation verbessert hat, dass Sie auch heute hier so entspannt, wie Sie wirken, zumindest mit uns in der Runde sitzen können? Also irgendwann war es dann wirklich so, weil ich ja so diesen Ärztemarathon wirklich hingelegt habe und mir keiner wirklich helfen konnte, habe ich mir irgendwann wirklich gedacht, das kann nicht sein, dass ich die einzige Person auf dieser Welt bin, die dieses Problem hat. Es muss einfach noch mehr geben und dann wird mir allen nicht geholfen. Und ich bin ja vom Beruf Online-Redakteurin und habe mir auch gedacht, ich kann gut schreiben, ich habe Spaß am Schreiben und habe mir gedacht, ich mache mein Problem jetzt einfach öffentlich. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich halt einen Blog darüber ins Leben gerufen und daraufhin dann auch ein Buch darüber geschrieben. Und da ist mir jetzt schon aufgefallen, dass es mir wahnsinnig hilft, wenn ich drüber schreibe. Mhm. Aber wie toll das für mich auch gleichzeitig ist, wenn ich von anderen Leuten Nachrichten bekomme, denen es ähnlich geht, die sagen, wie dankbar sie dafür sind, dass ich darüber offen spreche, dass ich das alles auch sehr versuche, lustig rüberzubringen. Weil ich bin immer so ein Mensch, dass ich sage, Reizblase und Inkontinenz ist blöd, aber man stirbt nicht dran. Es gibt wesentlich Schlimmeres, es ist zwar super unangenehm, aber ich liege jetzt nicht im Krankenhaus und ich habe keine tödliche Krankheit und deswegen dachte ich mir, mit einem zwinkernden Auge geht irgendwie alles besser. Und Sie haben auch medizinischen Weg gefunden, der Ihnen die Situation erleichtert hat. Genau, also das muss ich auch dazu sagen, muss ich auch immer so Stoßgebete gegen den Himmel, dass meine damalige Ärztin mir das empfohlen hat. Ich lasse mir jetzt wirklich immer Botox in die Blase spritzen. Also wie häufig müssen Sie das machen? Das versuche ich so einmal im Jahr, also nicht öfter als einmal im Jahr. Genau. Und was bewirkt das, falls ich fragen darf? Also bei einer Reizblase mit einer Drangsymptomatik ist es ja so, dass der Blasenmuskel, der über der Blase liegt, der zieht sich viel zu schnell und viel zu häufig zusammen, obwohl die Blase noch gar nicht voll ist. Und wenn man jetzt Botox, also Botox ist ein Nervengift, wenn man das jetzt in diesen Muskel injiziert, dann wird er einfach ja, so lahmgelegt, sage ich jetzt mal, dass der sich einfach nicht mehr so oft und so häufig zusammendrückt, sodass die Blase auch die Möglichkeit hat, wieder voll zu werden. Und war das für Sie so die letzte Möglichkeit, um doch ein normaleres Leben auch zu führen? Ja, ja, also es war wirklich so, dass ich immer da, also als meine Ärztin meinte Botox, dachte ich mir so, Botox auf gar keinen Fall, das ist überhaupt nicht mein Stil, ich mag damit nichts zu tun haben, weder in der Blase noch im Gesicht. Und dann war aber, dann gab es wieder eine Situation, wo ich gemerkt habe, es bringt nichts. Also entweder ich probiere das jetzt oder ich
kann mich in meinem Zimmer einschließen und Trübsal blasen. Dann dachte ich mir, ich probiere es und habe es nicht bereut, muss ich sagen. Noch eine Frage, die mich interessiert. Wir haben häufiger auch mal gesagt, das war peinlich, das war peinlich. Peinlichkeit und Scham, ist das ein Unterschied? Ist Scham das noch tiefere Gefühl oder? Also Peinlichkeit ist etwas, was man ja in sozialen Situationen oft erlebt. Mhm. Das, Papa, du bist peinlich zum Beispiel, ist eine soziale Situation. Heutzutage, vor einiger Zeit hat mich eine Redakteurin eines Privatsenders angerufen, gesagt, ja, wir würden gerne eine Sendung über Fremdscham machen. Das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, dann sagen Sie doch mal, was Fremdscham ist. Denn früher gab es das gar nicht. Im Duden erschien das erst Anfang der 2000er Jahre. Mhm. Früher hat man eben gesagt, peinlich, und das drückt den Schmerz aus, der mit Schamgefühlen immer einhergeht. Die Pein. Die Pein, ganz genau. Und manche Autoren sagen, ja gut, das bezeichnet da die soziale Situation, wenn ich zum Beispiel in eine unverschlossene Toilette komme und dann erlebe ich Peinlichkeit. Wofür wir uns schämen, vielen Dank an Sie, Frau Buller. Vielen Dank heute wirklich ganz besonders an all unsere Gäste. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema schicksalshafte Begegnung. Jetzt gute Unterhaltung mit Pierre M. Krause. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss und danke nochmal.